Zeit eben genutzt, mit Hilfe von zwei Bundestagsabgeordneten und einem Landtagsabgeordneten die Bürgermeisterkette richtig gerade hinzuhängen. Ich hoffe, sie sitzt jetzt perfekt. Sollte es nicht so sein, beschweren Sie sich bitte bei Ihren Abgeordneten. Sehr geehrte Damen und Herren, ein spannendes Jahr 2014 ist, wie ich finde, viel zu schnell zu Ende gegangen. Politisch war die erste Hälfte des vergangenen Jahres geprägt vom Bürgermeisterwahlkampf. Dieser Wahlkampf war deshalb besonders, weil er einmal in der Mitte einer Wahlperiode stattgefunden hat, aber zum anderen auch deswegen, weil zeitweilig 7 Kandidaten ihre Hüte in den Ring werfen wollten. Am Ende sind dann 5 Kandidaten tatsächlich zur Wahl angetreten. Bis zur Wahl am 25. Mai war das Verhältnis unter den Kandidaten fast freundschaftlich, würde ich sagen, trotz der gegenteiligen politischen Ansätze. Danach wurde dann der Ton zur Stichwahl hin zwischen den Kandidaten ein wenig rauer, blieb aber immer fair. Ich möchte mich daher an dieser Stelle zunächst bei allen Kandidaten der Bürgermeisterwahl, insbesondere aber bei Joachim Zinnecker, meinem Gegenspieler in der Stichwahl, für den fairen Wahlkampf ausdrücklich bedanken. Das Ergebnis der Stichwahl passte nun allerdings so gar nicht zur Zusammensetzung des Rates. Wer allerdings befürchtet hatte, dass dies einer guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Rat und Bürgermeister entgegensteht, der sah sich schon bald getäuscht, aber dazu später. Was lief noch im ersten Halbjahr des Jahres 2014? Wir haben die Mensa an der Mühlenschule eingeweiht. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Harburg hat im Gewerbegebiet ihr Gründungszentrum Easy feierlich eröffnet. Nicht nur ein architektonisch herausragendes Gebäude, sondern auch ein innovatives Projekt, das jungen Selbstständigen mit überschaubarem Kostenrahmen und im Umfeld von Gleichgesinnten ein angenehmes Nebeneinander gibt. Die große Nachfrage nach diesen Räumlichkeiten zeigt, dass hier eine richtige Idee am richtigen Ort umgesetzt wurde. In den Sommerferien bewahrheitete sich einmal mehr das Sprichwort, das Totgesagte länger leben. Die Rede ist vom Ostrich, der plötzlich wieder auf der politischen Agenda steht, nachdem das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg die Berufungen des Landkreises Harburg gegen die erstinstanzlichen Urteile des Verwaltungsgerichts mit aus meiner Sicht bemerkenswert deutlichen Worten zu diesen erstinstanzlichen Urteilen zugelassen hat. Meine Damen und Herren, bei allen Gegensätzen in der Sache und unter Berücksichtigung der noch laufenden Verfahren bin ich der Meinung, dass dieses Thema politisch zumindest in diesem Jahr gelöst werden müsste. Und zwar in einer Weise, die auch über die jeweilige Wahlperiode hinaus Bestand hat, die endlich eine Lösung der Verkehrsprobleme in der Stadt bewirkt, damit sich die Politik dann auch wieder anderen wichtigen wirklich mit voller Kraft widmen kann. Ich bin mir aber auch sicher, dass wir hier auf dem richtigen Wege sind und darf Ihnen mitteilen, dass der Landkreis Harburg sich entschieden hat, das Mediationsverfahren einzugehen und insoweit soll auch versucht werden, hier wirklich eine Lösung zu finden, die dann in dem Sinne, wie ich es gerade sagte, eine breite Mehrheit findet und auch über eine Wahlperiode hinaus hält. Ja, das ist wirklich. Im September des letzten Jahres nahm die Zukunftswerkstatt am Gymnasium am Kattenberge den Betrieb auf. Eine großartige Einrichtung, die Generationen von Schülerinnen und Schülern, die sogenannten MINT-Fächer, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, außerhalb des üblichen Unterrichts begeistern zu können. Dass die Zukunftswerkstatt ihren Standort in Buchholz hat, spricht einmal mehr für unsere Stadt. Am 14. November wurde dann endlich die neu errichtete Turnhalle an der Mühlenschule eingeweiht, die begeistert allseits nicht nur wegen ihrer gelungenen Architektur,
sondern auch wegen ihrer besonderen Funktionalität. Die ständigen Nörgler und Kritiker dieses Baus sind seltsam stumm geworden. Ich habe jedenfalls seitdem nichts mehr von dem gehört. Und auch der Krippenausbau ist im vergangenen Jahr weitergegangen. Am 15. November wurde der zweite Standort der Montessori-Lernwelt eröffnet, und zwar in einem ganz besonderen Gebäude, in der sogenannten Altenschmiede in Seppensen. Danach konnten wir die dringlich nachgefragten Krippenplätze und Ganztagesplätze im Elementarbereich hier zwar noch nicht vollständig befriedigen, aber wir konnten zumindest das Angebot deutlich erweitern. Weitere Höhepunkte des Jahres 2014 waren 60 Jahre Waldschule, 40 Jahre Stadtfest, 40 Jahre Geschichts- und Museumsverein, 40 Jahre Wochenmarkt sowie, last but not least, die Freigabe der B75 neu, Ortsumgehung Dibbersen, ein für die Ortschaft Dibbersen besonders wichtiges und herausragendes Projekt. Tja, was war noch im Jahre 2014? Stichwort Steuern. Ja, schon vor meinem Amtsantritt am 1. November des letzten Jahres zeichnete sich leider ab, dass der Haushalt 2015 sehr, sehr eng werden würde. Trotz diverser interner Streichrunden bei der Fertigung des Haushaltsplanentwurfs 2015 haben wir im September leider nur einen nicht ausgeglichenen Entwurf vorlegen können. Zeitgleich und deshalb auch noch nicht im Haushaltsplanentwurf enthalten, erhielten wir ein Schreiben aus Hannover, das uns darüber in Kenntnis setzte, dass das Kindertagesstättengesetz nun fortan ganz streng auszulegen ist. Es steht da drin, dass pro Gruppe mindestens zwei Erzieherinnen anwesend sein müssen. In der Praxis sah das in den vergangenen 30, 40 Jahren so aus, wenn mal eine Erzieherin kurzfristig zu einem Elterngespräch oder sonst wohin musste, hat eben eine Erzieherin die Gruppe gut geleitet. Das ist jetzt anders. Wir müssen also jede Minute quasi abdecken. Es darf keine Fehlzeiten mehr geben. Und so eine Regelung hat natürlich auch Folgen, meine Damen und Herren, nämlich für die Stadt Buchholz bedeutet es für unsere drei städtischen Einrichtungen, dass wir 8 Teilzeitkräfte in einem Vertretungspool einstellen werden. Die 20 freien Träger, die Kitas betreiben, werden natürlich genauso diese Vertretungsregelung erfüllen müssen und ihre Kosten des Personals, das sie brauchen, gegenüber der Stadt abrechnen. Das macht für die Stadt Buchholz einen mittleren 6-stelligen Betrag aus. Im November verdichteten sich dann die Hinweise, dass der Kreis eine Erhöhung der Kreisumlage um 3 Prozentpunkte für 2015 plant. Für unseren städtischen Haushalt bedeutet das eine Mehrbelastung von rund 1,2 Millionen Euro. Und schließlich erhielten wir unmittelbar vor der Haushaltssitzung im November dann auch noch eine weitere Hiobsbotschaft aus Hannover. Herr Schönecke, Hannover ist irgendwie für Buchholz schwierig gewesen im Herbst. Diese weitere Hiobsbotschaft sagte uns, dass wir aus dem Finanzausgleich rund 500.000 Euro weniger zu erwarten hätten, als von uns noch im Haushaltsplanentwurf zugrunde gelegt. Summa summarum also ein Fehlbetrag von wenigstens 2,5 Millionen Euro. Den Staat als Bürgermeister, meine Damen und Herren, hatte ich mir natürlich auch anders vorgestellt. Aber man kann sich nicht immer alles aussuchen, in der Politik schon gar nicht. Ein Blick auf unseren, in Anführungsstrichen, Kontoauszug zeigte mir sofort, dass ich über weitere Kreditaufnahmen in diesem Zusammenhang gar nicht nachdenken muss. Wir haben insgesamt bereits Verbindlichkeiten von ca. 45 Millionen Euro, das sind 1.100 Euro pro Person, die im Buchholz leben, vom Säugling bis zum Kreis. Da versteht es sich meines Erachtens von selbst, dass man in Zeiten, in denen ja die Steuereinnahmen an sich gut sind, nicht noch mehr Schulden machen kann, auch wenn das Geld im Moment sehr billig zu haben ist. Eins haben nämlich alle Kredite gemeinsam, so billig sie auch sein dürfen. Sie müssen irgendwann einmal zurückgezahlt werden. Angesichts des Investitionsstaus, den wir hier in Buchholz in Bezug auf unsere technische Infrastruktur nun leider auch haben, waren also weitere Einsparungen bei Infrastrukturmaßnahmen nicht möglich. Das ist der Grund, weshalb ich gesagt habe, wir brauchen Steuererhöhungen und weshalb ich dann der Meinung bin, nach wie vor, dass diese
vorgeschlagenen Steuererhöhung, die ja dann auch vom Rat beschlossen wurden, alternativlos waren vor diesem Hintergrund. Ich weiß natürlich auch, dass ich mit diesem Vorschlag viele, auch viele meiner Parteifreunde in Verlegenheit gebracht oder sogar verärgert habe. Aber wenn man Verantwortung trägt, dann kann man danach seine Entscheidung nicht ausrichten, ob sie nun jemandem gefallen oder nicht, sondern man muss das tun, was man für richtig hält. Ich bin davon überzeugt, dass auf lange Sicht dieser Weg sich auch als richtig erweisen wird. Und der Rat, jetzt komme ich auf das Eingangsgesagte zurück, ist dann auch mehrheitlich meinem Vorschlag gefolgt. Meine Damen und Herren, wohin gehen wir im Jahre 2015? Zunächst einmal bin ich davon überzeugt, dass sich unsere Stadt weiterhin positiv entwickeln wird. Wir sind handlungsfähig. Wir werden schon im Frühjahr weitere Krippenplätze und Ganztagesplätze im Elementarbereich schaffen, nämlich mit dem Träger Agilo. Und es sind auch noch weitere Gespräche, die derzeit geführt werden, weil eben die Nachfrage nach Krippen und Ganztagesplätzen im Elementarbereich nach wie vor sehr hoch ist. Der Bau des Mühltunnels nimmt Gestalt an und die Planungen werden konkret. In der Parkstraße wird der dringend notwendige Regenwasserkanal in Angriff genommen werden. Die Neugestaltung der Bahnhofstraße, meine Damen und Herren, das wird ein ganz spannendes Objekt werden, das für eine weitere und auch positive Entwicklung unserer Stadt steht. Wir werden auch mehr Geld in unsere technische Infrastruktur investieren, um auch in Zukunft eine führende Rolle in der Metropolregion Hamburgs führen zu können und auch um Unternehmen einen attraktiven Standort bieten zu können. Das ISEC, das Stadtentwicklungskonzept, werden wir abschließen und mit konkreten Maßnahmen Schritt für Schritt umsetzen. Und meine Damen und Herren, dass wir die Grundschule in Steinberg erweitern müssen. Das schafft natürlich einerseits Sorgenfalten, dem Kämmerer. Auf der anderen Seite ist das für mich an sich was Positives. Denn es gibt in Niedersachsen auch viele Gegenden, wo sich die Bürgermeister überlegen müssen, welche Grundschule sie denn als erste schließen, weil schlicht und ergreifend keine jungen Menschen mehr da sind, keine Schülerinnen und Schüler, die diese Schule besuchen. Ich bin, solange wir eine positive Entwicklung haben, froh darüber, froh über jedes Kind. Und sei es auch, dass wir an einer Schule anbauen müssen und das Geld kostet. Über all diese Dinge hinaus werden wir allerdings auch das Feiern nicht vergessen. Es gibt einiges zu feiern in diesem Jahr. 40 Jahre Partnerschaft Buchholz-Conteleu, 20 Jahre Partnerschaft Buchholz-Wohlau und 10 Jahre Partnerschaft Buchholz-Järvelpin. Es wird also nicht langweilig in und um Buchholz. Die Zusammenarbeit mit dem Landkreis wird sich ebenfalls weiterhin positiv gestalten. Der Landrat, der ebenfalls erst im Herbst vergangenen Jahres sein neues Amt angetreten hat, und ich, wir kennen uns schon aus unseren vorhergehenden Funktionen als jeweils allgemeine Vertreter. Und wir haben auch in der Zeit lange und gut zusammengearbeitet und das werden wir auch weiter fortsetzen, sodass es auch zukünftig eine starke Achse Buchholz-Binsen geben wird. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich nun noch ein Thema ansprechen, das uns im letzten Jahr sehr bewegt hat, das uns auch in diesem Jahr weiter bewegen wird und wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren. Auf der Tagesordnung steht das Thema Asylbewerber und Flüchtlinge. Meine Damen und Herren, zunächst einmal möchte ich allen Menschen danken, die sich für die Belange der Flüchtlinge in Buchholz einsetzen, ob nun organisiert im Bündnis für Flüchtlinge oder auch ohne Organisation. Ihre Unterstützung wird künftig mehr denn je gebraucht. Ich bitte Sie deshalb, bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie dabei. Wenn ich im Fernsehen die Bilder von Flüchtlingsschiffen sehe, die von Schleuserbanden verlassen, im Mittelmeer ihrem Schicksal überlassen werden, bin ich entsetzt und wütend zugleich. Gleiches gilt aber auch, wenn ich die Aufrufe von Pegida und anderen sehe, die von Fremdenfeindlichkeit und Hass geprägt sind. Wir werden in Buchholz in diesem Jahr mindestens noch einmal 250 Menschen aufnehmen. Das können wir leisten und das müssen wir auch leisten. Und in diesem Sinne, meine Damen und Herren, erwarte ich von jedem Buchholzer Bürger ein Stück Solidarität mit den Flüchtlingen, die hier Schutz, Sicherheit und einen Neuanfang suchen. Je besser es uns gelingt, diese Menschen zu integrieren, desto mehr werden wir auch als Gesellschaft insgesamt von der
der Zuwanderung profitieren. Meine Damen und Herren, die Anschläge in Paris in der vergangenen Woche waren auch Anschläge auf die gemeinsam mit unseren Freunden in Frankreich gelebten Werte, wie Meinungsfreiheit, Pressefreiheit. Sie waren Anschläge gegen die zivilisierte Gesellschaft insgesamt. Ich habe deshalb der Bürgermeisterkollegin unserer Partnerstadt, Canteleu, in einem persönlichen Schreiben das Mitgefühl und die Solidarität der Buchholzer Bürger ausgesprochen. Viele der hier bei uns ankommenden Flüchtlinge sind genau vor solchem Terror aus ihren Heimatländern geflohen. Für sie, wie auch für die friedlich bei uns lebenden Muslime, ist dieser Terrorakt ein Schlag ins Gesicht. Wir müssen klar unterscheiden zwischen den Islamisten, die sich fälschlicherweise auf diese Religion berufen, und der überwiegenden Mehrheit der Muslime, die friedlich mit uns hier in Deutschland zusammenleben. Und wir müssen denen entschieden widersprechen, die uns in einen Religionskonflikt hineintragen wollen. Ich bin mir ganz sicher, meine Damen und Herren, dass wir alle gemeinsam diese Herausforderung leisten werden. In diesem Zusammenhang möchte ich auch darauf hinweisen, dass am morgigen Montag, den 12.01., um 18 Uhr beginnend bei der St. Pauluskirche eine Lichterkette geplant ist, die von dort, von der St. Pauluskirche, über die Soltaustraße bis zur Flüchtlingsunterkunft am Fischbrückenweg reichen soll. Ich habe meine Teilnahme bereits zugesagt und würde mich freuen, viele von Ihnen dort ebenfalls zu treffen, um ein Zeichen gegen Terror und für Menschlichkeit, Toleranz und Meinungsfreiheit in Deutschland und in der Welt zu setzen. Auf den Holocaust-Gedenktag, den wir in Holzjahr regelmäßig begehen, am 27.01. dieses Jahr um 18 Uhr in der Schule an Burnsoll. Ja, meine Damen und Herren, das war ein kleiner Ausblick und ein kleiner Rückblick. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr, was in Buchholz im letzten Jahr passiert ist und viel, viel mehr, was wir in Buchholz in diesem Jahr erleben werden. Ich habe versucht, es zeitlich ein bisschen zu raffen und hoffe, dass niemand meint, er sei jetzt zu kurz gekommen. Wenn das so ist, dann sagen Sie mir Bescheid, dann hole ich das im nächsten Jahr nach. Meine Damen und Herren, für das vor uns liegende Jahr wünsche ich Ihnen und Ihren Familien viel Gesundheit und alles Glück, dass wir für ein gutes und erfolgreiches Jahr 2015 benötigen. Ich danke Ihnen und bitte jetzt um Ihre Aufmerksamkeit für das Grußwort des stellvertretenden Landrates Heiner Schönecke.